Wir sind nicht geldgeil. Wir haben jetzt in den letzten Wochen Kommentare erhalten, wo gestanden ist, wir abonnieren uns selbst, wir liken unsere eigenen Videos. Da muss ich sagen, das ist Schwachsinn. Wir haben keine 8 Accounts. Ich weiß nicht, warum wir 8 Accounts machen. Warum sollten wir Videos machen für unsere 8 Accounts? Das würde, wenn man es so richtig darüber nachdenkt, überhaupt keinen Sinn ergeben. Na wirklich, warum würde ich 8 Accounts machen, mich abonnieren mit 8 Accounts, nur um dann Geld zu kriegen? Wenn ich Geld haben will, dann mache ich auch was dafür. Aber in dem Video geht es nicht darum, sondern es geht darum, dass uns ja gewisse 3 Leute vorgeworfen haben, wir sind geldgeil, wir machen schlechte Videos. Kann sein, es kommt von den Menschen an. Wenn euch diese Videos nicht gefallen, dann passt es. Dann dislike die Videos, schaut sie nicht, dann schaut sie aber nicht mehr an. Ihr braucht niemanden beleidigen, denn der Marlon hat es genug beleidigt. Ganzer Text, aber darauf wollen wir nicht eingehen. Ihm ist es auch wurscht, aber jedenfalls, wir machen diese Videos zum Spaß. Nicht für Geld, nicht für Aufmerksamkeit, das ist uns wurscht. Das ist uns wurscht. Wir wollten einfach mal gern ein Video drehen und das haben wir auch getan, die Idee. Jetzt haben wir halt 5, 6, 7 Videos mehr gemacht, haben alle Spaß gemacht. Und deswegen wollen wir auch nicht aufhören, und wenn so komische Leute daherkommen, die denken, sie sind cool, obwohl sie selber keine guten Videos haben. Der eine zum Beispiel kopiert Videos von anderen Leuten, auch von uns, lädt sie als seine hoch und findet das lustig. Tja, lustig ist es nicht, weil da hast du einfach nichts im Hirn. Weil wenn du nichts kannst, ist das nicht unser Problem. Aber du probierst Videos zu kopieren und ja, vielleicht probierst du mal selbst ein Video hochzuladen, vielleicht sind die sogar gut. Ich habe nichts dagegen, ich würde mich sogar anschauen und mich sogar positiv bewerten, wenn es gut ist. Aber wenn du dann andere kopierst und dann nur noch hatest, aber das Video trotzdem kopierst, das finde ich jetzt nicht so toll. Jedenfalls, darum geht es jetzt auch nicht. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass euch, wenn die Videos euch nicht gefallen, einfach, ihr dürft es disliken, sicher dürft es disliken, das ist mir wurscht. Aber wenn ihr euch disliken, dann schreibt in den Kommentaren wirklich, was ihr von den Videos denkt. Wenn ihr wirklich sagt, das Video war jetzt scheiße, dann sagt warum. Wenn die Kamera schlecht ist, wenn das Mikro nicht gut ist, wenn Licht fehlt, wenn die Kamera einfach nicht gut steht, sagt es uns. Oder wenn euch andere Videos, wenn die Videos euch Arten nicht gefallen, dann könnt ihr uns auch in den Kommentaren schreiben, was ihr für Videos haben wollt. So, mein Statement gebe ich auch dazu noch ab. Wie der Leon bereits erwähnt hat, es wurden eben sehr viele Hates unverständlicherweise abgegeben, was ich gar nicht akzeptabel finde. Ich finde es genauso wie der Leon. Mögt ihr unsere Videos liken, wenn ihr wollt, müsst ihr auch nicht. Und dislike sie, wenn sie schlecht sind. Dafür ist ja der Dislike-Button da. Aber Beleidigungen schreiben und so, das finde ich, es geht gar nicht. Warum macht man das? Ich meine, was bringt euch das jetzt? Ihr sagt uns das, schreibt es in die Kommentare, wollt uns damit ärgern. Aber euch bringt das ja nichts. Es ist ja jetzt nichts, was euch Pain bringt. Was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr Aufmerksamkeit? Ich verstehe es nicht. Es ist einfach, ja, unverständlich. Wir wollen euch einfach damit mitteilen, dass ihr bitte damit aufhören sollt. Überhaupt diese Beleidigungen an uns selber. Ihr könnt doch sagen, eben wie der Leon schon angesprochen hat, Kamera, Mikro, Kameraperspektive, könnt ihr machen. Aber uns selber, uns angehen, wir haben euch nichts getan, ihr braucht uns auch nichts tun. Das war's von meiner Seite. Jetzt ja, und wenn ihr halt so Hate-Account-Kommentare oder so abgibt, werdet ihr auch geblockt und gemeldet.